Schon in den Mittagsstunden des ersten Tages fiel in Bruck die ungewöhnlich hohe Dichte an dunkel gekleideten Krawattenträgern auf. Es handelte sich um Delegierte für den österreichischen Städtetag, der am Nachmittag im Kulturhaus Bruck an der Mur eröffnet wurde. Die gut 750 Teilnehmer aus allen 250 österreichischen Städten haben bis Freitag eine Menge an Problemen zu wälzen. Die Daseinsvorsorge ist das zentrale Thema, also Trinkwasserversorgung, Müllabfuhr, Kanalisation und was die Gemeinden sonst noch für ihre Bürger erledigen. Der Brucker Bürgermeister Bernd Rosenberger stellte bei der Eröffnung im Brucker Kulturhaus den Delegierten die Region vor, auch stellvertretend für seine Kollegen Brigitte Schwarz aus Kapfenberg und Matthias Konrad aus Leoben, denn die drei Städte richteten den Städtetag gemeinsam aus. Erstmals überhaupt in der Geschichte der 59. Auflage des österreichischen Städtetages findet dieser Städtetag in drei mittelgroßen österreichischen Städten statt und in unserer Region. Das ist eine Auszeichnung für uns, das ist wirklich eine Freude. Wir haben damit Gelegenheit, wirklich den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich und immerhin repräsentieren die Vertreter, die in unsere drei Städte jetzt kommen, die nächsten drei Tage, über 50% der Österreicher. Bevölkerung in den größeren Städten, in den größeren Kommunen. Wir haben die einmalige Gelegenheit, denen unsere Region zu zeigen. Und neben den wichtigen Themen, die wir abhandeln werden, wird es vor allem auch darum gehen, unsere Region herzuzeigen. All das, was wir geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das wollen wir allen österreichischen Bürgermeistern zeigen. Michael Häupl lobte die Art, wie die drei Städte die logistische Herausforderung bewältigten. Für ihn gehören zum Kommunalpolitiker vor allem drei Dinge: Erfahrung, Wissen und Verlässlichkeit. Der steirische Landeshauptmann Franz Woves schilderte detailreich das steirische Regionext-Projekt, bei dem Gemeinden kooperieren, um den Kirchturm zu erhalten. Das ist eine ganz große Auszeichnung, insbesondere für unsere drei Städte hier in der Obersteiermark Ost, Leoben, Bruck und Kapfenberg. Und ich glaube, es ist auch irgendwo eine Anerkennung des tollen Projektes Regionext, dass wir, glaube ich, österreichweit doch herzeigen können, dass wir uns zu dieser Kooperation unter den Gemeinden in Klein- und Großregionen gefunden haben. Und die Obersteiermark Ost ist eine Pilotregion, Großregion, die ja mit unter Miteinbindung wirklich hervorragender Leute aus der Region ein Leitbild entwickelt hat für die Großregion, wo es in Zukunft gelingen sollte, durch noch stärkeres Fokussieren auf Projekte, die wirklich Impulse geben, die letztlich Arbeitsplätze bringen in der Region, insbesondere den weiteren Bevölkerungsabgang hintanzuhalten. Und ich glaube, das interessiert alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Österreich. Und das werden wir auch bei dieser Veranstaltung entsprechend auch thematisieren. Sicherheit ist wichtig. Innenministerin Maria Vekta betonte die Sicherheit, die ebenfalls für ein gedeihliches Zusammenleben nötig ist. Für Bundespräsident Heinz Fischer wird das politische Klima auch von den Städten geprägt. Angesichts der kommenden EU-Wahl forderte er die Stadtpolitiker auf, die Bedeutung Europas mehr zu betonen, und ist mit der Auswahl der drei Städte in der Hochsteiermark für diesen Städtetag hoch zufrieden. Ganz sicher. Ich meine, Bruck an der Mur hat einen guten Ruf und hat schon viele große Veranstaltungen über die Bühne gebracht, auch im Bereich des Sports zum Beispiel. Aber ein Städtetag ist natürlich ganz was Besonderes. Voriges Jahr war es Innsbruck. Nächstes Jahr ist es, glaube ich, Villach. Also ist Bruck an der Mur in guter Gesellschaft und wird es sicher gut machen. Ein Treffpunkt mitten in der Hochsteiermark? Es gibt mehrere Treffpunkte in der Steiermark, aber in der Hochsteiermark, wie es jetzt heißt, in der Obersteiermark, ist es natürlich ein besonders gut gelegener und zentral gelegener Ort. Anlässlich des Freundschaftsbesuches der Delegation aus der chinesischen Partnerstadt Suzhou im Rahmen des österreichischen Städtetages unterfertigten Delegationsleiter und Vertreter der Partnerstädte eine Absichtserklärung für die Teilnahme an der Expo 2010 in Shanghai, wo sich Leoben und die Partnerstadt Suzhou im Österreich-Pavillon gemeinsam präsentieren wollen. Ja, ich muss sagen, diese Partnerschaft ist eine sehr fruchtbare Partnerschaft, eine kleine Montanstadt in den Bergen mit der großen Partnerstadt, 9 Millionen Einwohner im Yangtze-Gebiet,
ist sehr fruchtbar gewesen. Zwei große Ausstellungen, ein EU-Projekt Asia Herbs, um die klassische Musik in den Osten zu bringen, eine Musikschule aufgebaut. Das war dann das 10-Jahr-Jubiläum, mittlerweile sind es 15 Jahre. Und da haben wir wieder eine Chance bekommen, uns gemeinsam zu präsentieren. Und dank meiner Mitarbeiter, dank von der Frau Magister Moore, haben wir die Möglichkeit, bei der Expo gemeinsam aufzutreten. Die große Stadt Suzhou und die kleine Montanstadt Leoben, nachdem unsere Studiosos ohne dies in der ganzen Welt als Absolventen ihre Arbeit verrichten, können wir zeigen, kommt in die Berge, Hightech-Betriebe, schaut euch unsere Gegend an. Die Murmürz-Achse, vor allem die Hochsteiermark, bietet Chancen für Hightech-Betriebe. Und das ist unsere Zukunft. Und deshalb wollen wir 2010 in Shanghai bei der Expo dabei sein.